Auf Streife. Tatort Friseursalon. Ilka Fischer und Martin Fuchs werden jetzt von einer aufgebrachten Kundin gerufen. Bereits vor dem Laden spielen sich dramatische Szenen ab. Oh, jetzt geht aber zur Sache. Komm her. Boah, was ist da los? Warum liegt die da auf dem Auto rum? Hey, komm, hör los. Kommen Sie da mal runter. Ja. Was ist hier los? Es ist meine Schwester. Ich komme gerade vom Arzt, habe meinen Laden allein gelassen. Sie ist Friseurin. Okay, was ist mit der Frau? Ja, die Tür ist zugesperrt und sie ist total betrunken. Sie ist. Kommen Sie mal raus. Ja, jetzt ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Also, das ist die Dame, die hier zugeschlossen hat. Ja, das ist meine Schwester. Sie ist Friseurin. Sie arbeitet bei mir. Guck mal, ob du den Schlüssel kriegst. Haben Sie einen Schlüssel für den Laden? Ganz in Ruhe. Wir gucken. Moment. Geben Sie mir mal den Autoschlüssel. Wir holen den Schlüssel. Ich wollte mir den nur mal anschauen. Ruhig. Geben Sie mal damit den Autoschlüssel, bitte. Weil ich mal gucken möchte, ob der wirklich passt. Geben Sie mal her den Autoschlüssel. Natürlich passt der. Dann zeigen Sie das doch mal. Dann ist ja nichts. Das sehen Sie doch, dass kommen Sie mal her. Geben Sie mal den Schlüssel, bitte. Und den aus der Tasche und geben Sie mir mal bitte den Schlüssel. Nein. Hallo. Ich brauche mal Ihre Hilfe. Kommen Sie doch einmal bitte zu mir. Kommen Sie mal, schauen Sie mal raus. Kommen Sie mal zu mir. Ich brauche mal Ihre Hilfe. Gehen Sie mal zur Kollegin. Ich weiß gar nicht, was los ist. Kommen Sie einmal zu mir. Was ist denn? Ich weiß es nicht. Ich will nach Hause. Geht's Ihnen gut? Nein, mir ist ganz komisch. Sie haben Alkohol getrunken. Ich trinke kein Alkohol. Sie haben eine ganz schöne Schale. Hier der Schlüssel vom Laden. Ist das der hier? Nehmen Sie Medikamente. Haben Sie Hustensaft genommen oder sowas? Nein, gar nichts. Die angetrunkene Friseurin hat offenbar die Flaschen verwechselt und die Haare ihrer Kundin völlig verfärbt. Die junge Frau ist verständlicherweise außer sich. Was ist denn los? Gucken Sie mal, wie ich aussehe. Ich bin blau gefärbt. Blau. Und ich kann doch so nicht zur Arbeit gehen. Und das war natürlich auch nicht der Plan. Ich war blond und dann, ich weiß nicht, diese alte da hat mich einfach blau gefärbt. Sieht doch richtig gut aus. Ja, so. Oh, die ist ja total betroffen. Schön blond, ja. Und jetzt, was soll das denn? So, jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Das ist Körperverletzung. Ja, ist doch, das sind wir auch. Und die hat mich auch noch eingesperrt. Und die hat die ganze Zeit hier so einen komischen Saft getrunken. Du blöde Kuh, ja, was denkst du? Warte. Kuh, lass uns das. Das ist doch nicht der Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol. Wir können alle zusammen singen, aber nicht zusammen sprechen. Ist das von Ihnen? Ja, also und das haben Sie jetzt getrunken. Ich werde dich anzeigen, glaub mir. Warum anzeigen? Ja, anzeigen. Jetzt ist mal Feierabend. Kommen Sie mal bitte zu mir rüber. Riech mal. Unglaublich. Die Friseurin beteuert weiterhin, keinen Alkohol getrunken zu haben. Der von Martin Fuchs durchgeführte Alkoholtest beweist allerdings eindeutig das Gegenteil. Ja, der rechnet natürlich, ne? So, da haben wir's. Der kann auch rechnen. Ja, der kann rechnen. Ich hab nichts getrunken. Das gibt's doch nicht. Das sagt nicht. Was anderes. Gucken Sie doch mal. 1,1. Das ist kaputt. Du weißt doch, natürlich. Also passen Sie auf. Es ist so, Sie riechen stark nach Alkohol. Sie benehmen sich dementsprechend, als wenn Sie sehr stark angetrunken sind. Und der getrunken. Test sagt jetzt auch etwas aus. So, wenn Sie aber jetzt sagen, Sie haben nichts getrunken, wissen Sie nicht, dass Sie Alkohol in der Flasche hatten? Haben Sie das nicht gemerkt, gerochen, geschmeckt? Wenn ich nie Alkohol trinke, dann rieche ich das doch, dass da mit dem Ursaft was nicht stimmt. Aber ganz im Ernst, ich weiß, dass dieser frisch gepresste Saft, der wird für den Laden hergestellt. Den stellt mein Schwager selber her im Laden, ja? Ja. Und das ist wirklich ein richtig fruchtiger Obstsaft und der riecht nach Frucht und Obst. Und ja, ich habe ja auch keinen Alkohol vorhin fruchtig, gerochen. Fruchtig ist das tatsächlich. Du, Oh. Ja, natürlich ordentlich, ne? Was würdest du davon halten, wenn wir jetzt hier alles aufgenommen haben? Dann wäre das ein Abwasch. Wir könnten Sie nach Hause bringen und würden uns dann mal auch den Laden angucken und auch den Mann befragen, wie denn da der Alkohol reinkommt. Die Friseurin leugnet zwar den Alkoholgenuss. Sie gibt allerdings zu, die aufgebrachte Kundin im Laden eingesperrt zu haben, um ungehindert die Flucht antreten zu können. Ob der Ehemann mehr weiß, zeigt sich gleich. Ich werde dich anzeigen, Fräulein. Ne? Wir sind ja auf Freiheitsberaufung. Wir sind ja nur einfach Körperverletzung. Hören Sie mal, wir sind doch gerade dabei. Ich denke, Ihr vornehmlichstes Problem ist, wir nehmen das alles auf, wir schreiben das auch, dass jetzt Ihre Frisur, Augenbrauen, dass das alles wieder gerichtet wird. Ja. Ne? Ich glaube, auf jeden Fall auch bestimmt nicht hier nochmal in den Salon reingehen. Ich bessere alles nach. Haben Sie denn eventuell eine Möglichkeit, da jetzt auf die Schnelle was zu machen, dass Sie dann erstmal wieder ausgefertigt sind? Natürlich, auf jeden Fall. Sie müssen das nicht annehmen. Ich werde nicht hier nochmal lassen Sie die Kollegin noch mal gerade ausreden. Wenn Sie mir zuhören, kann ich es Ihnen auch erklären. Sie haben die Möglichkeit, dann geht es mit Sicherheit schneller. Wenn Sie sagen, das Vertrauen ist jetzt hier unterbrochen, ist nicht mehr da,
können Sie selbstverständlich auch einen anderen Laden aufsuchen. Alles das, was an Kosten entsteht, lassen Sie sich quittieren, kriegen Sie selbstverständlich hier ersetzt, muss gegebenenfalls privatrechtlich gemacht werden. Für die Sachen, die hier passiert sind, dass Sie hier vielleicht Verdienstausfall haben etc., lassen Sie sich das alles aufschreiben. Ja. Alles andere klären wir hier und wir nehmen den Sachverhalt auf. Ja. Okay. Okay. Wenn Sie, kann ich dann jetzt gehen? Selbstverständlich. Wenn Sie hier keine Wünsche mehr haben, hier sich weiter vielleicht umfärben zu lassen, dann gehen Sie bitte. Gut. Ja, wir versuchen jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ne? Einmal, wir können Sie nicht alleine lassen. Die kann sich kaum auf den Beinen halten. Ne? Das funktioniert gar nicht. Sie ist eine Gefährdung für sich, für andere, jetzt gerade hier im Straßenverkehr. Ne? Aber jetzt haben wir auch die Möglichkeit, Ihren Mann zu befragen, wie denn dieser Alkohol in die Flasche kommt. Vielleicht hat er da eine Möglichkeit, uns mal aufzuklären. Als die Beamten den Obstladen erreichen, droht dort ein Streit zwischen dem Ehemann und seiner Angestellten zu eskalieren. Alter, jetzt verpiss dich und lass mich in den Laden. Ich soll mich verpissen, das ist mein Laden. Das ist meine Tasche. Wir sind ja, meine Tasche. Da geht schon zur Sache wieder. Ich will selbst hier nicht mehr sein. Ich will meine Tasche. Hallo, ruhig, 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 ruhig. Will ich hier nicht mehr sehen. Ein Schritt nach hinten, Schritt nach hinten, bitte. Ja, klar, Entschuldigung. Können Sie mal sagen, was hier los ist? Ja, ich würde gerne meine Tasche holen. Ja, nein, diese Dame kommt nicht mehr in mein Geschäft. Das ist meine Mitarbeiterin. Diese meine Dame? Entschuldigung. So, lass mich stopp. Einmal ausreden. Eine Sekunde bitte. Es geht um Ihre Tasche, das habe ich verstanden. Aber gehen Sie mal gerade einen Schritt zu mir, zur Seite. Einen Schritt. Genau. Sie kennen die junge Dame hier? So im Rücken stehen. Ja, natürlich, meine Frau. So, dann kommen Sie mal einen Schritt nach hinten. Gehen Sie mal einen Schritt nach hinten, komm. So. Ich erzähle Ihnen mal, was los ist. Sie bleiben jetzt einen Moment bei mir. Was? Ich habe das im Griff. Was ist denn passiert? Das kann ich Ihnen sagen. Ihre Frau arbeitet als Friseurin. Ja. Ja, sie ist dermaßen betrunken, dass sie einer anderen Dame die Freiheit beraubt hat, dass sie einer anderen Dame, also einer Kundin, die Haare blau gefärbt hat. Jetzt haben wir sie ganz kurz hier vorbeigebracht, weil sie sagt, sie hatte frischen O-Saft und da war unglaublich viel Alkohol drin. Jetzt sagt ihre Frau, sie hat natürlich noch nie getrunken, wie auch immer, aber wir sind jetzt auf dem Weg zur Wache, um einen Blutalkoholtest zu machen. Also ich habe da auch keine Erklärung für. Meine Frau trinkt normalerweise keinen Alkohol. Weiß ich nicht. Pass auf, haben Sie was dagegen, wenn ich mich kurz hier umsehe? Ist das in Ordnung für Sie? Prinzipiell, dann können ich weiß Sie nicht, was machen wir denn jetzt hier mit meiner aufmüpfigen ehemaligen Mitarbeiterin? Weil ich das möchte machen nicht, wir gleich. Pass auf, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt als sekundären Fall. Aber jetzt würde ich mal vorschlagen, gehen Sie mal zu Ihrer Frau. Vielleicht können Sie da noch was regeln. Ja. Und das Problem, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie unterbreche, aber ihr ist alles zuzutrauen. Ich möchte jetzt erstmal, dass Sie, damit ich einen Zeugen habe, die Tasche vielleicht ihr übergeben. Nicht, dass Sie mich in irgendeiner Form dann hinter, dass ich ihr was stehlen will oder so. Ihr ist ne? alles bitte. Zuzutrauen. Ja, absolut. Du hast doch ab und zu schon mal hier, ne? Ach so, ja, ich? Genau. Erklären Sie mir doch mal, was ist das Problem? Ich will einfach nur meine Tasche holen. Ja, komm, hör. Sie arbeiten. Langsam. Mit mir. Erst schläft sie hier im Laden. Ich bezahle sie nicht fürs Schlafen, ganz ehrlich. Außer das kann ich verstehen. Gut. Ja, genau. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass sie schon ab und zu mal was hat mitgehen lassen hier bei uns. Und ich will auch gar nicht wissen, was in deiner Scheißtasche drin ist. Hä? Die Angestellte will ihre Unschuld beweisen, indem sie den Beamten einen Blick in ihre Tasche gewährt. Bevor es dazu kommt, macht Martin Fuchs eine interessante Entdeckung. Das ist aber natürlich ordentlich hier, ne? Ja. Fragen Sie den Besitzer mal. Hören Sie mal. Wie ist Ihr Name? Falke. Herr Falke. Kommen Sie mal gerade her, Herr Falke. Gehen Sie mal einen Schritt nach hinten, bitte. Ja. Das ist aber nicht wirklich üblich jetzt in einem Obstladen, oder? Ja, gut. Ich meine, erstens, warum gehst du hier an die Schränke und so weiter? Nee, passen Sie auf, ich habe Ihnen ja gerade eine ganz klare Frage gestellt. Ich sagte ja gerade, das ist nicht so üblich in einem Obstladen. Nein, natürlich ist es oder nicht üblich. Fragezeichen. So, was machen Sie hier mit dem ganzen Wodka? Haben Sie eine Feier vor oder was ist los hier? Es ist mir sehr unangenehm. Es gibt die Möglichkeit, dass wir mal einmal kurz. Ich möchte auch nicht. Ja, meine Frau ist in einer. Ich möchte eins nach dem anderen das klären. Das ist für den privaten. Ich möchte Bereich. Eins nach dem anderen klären, bitte. Ja, ja, also, Entschuldigung, ich bin ein bisschen Dankeschön. Aufgeregt. Das kann ich verstehen. So, mit Ihnen jetzt. Also, der Kollege, beziehungsweise Ihr Chef oder Ihr ehemaliger Chef sagt jetzt gerade, dass Sie des Öfteren wohl anscheinend hier was klauen. Ist natürlich eine harte Belastung. Geklaut. Okay. Dann sind Sie damit einverstanden, dass ich mal einen kurzen Blick in Ihre Tasche werfe? Eine Flasche. Hier sind doch so oder so genügend Flaschen. Also außerdem werde ich so schlecht hier bezahlt. Ich wollte so oder so kündigen. Ja, aber Gnädigste, das ist ja jetzt nun mal kein Grund. Ja. Ja. Also das ist jetzt nun mal ein erfüllter Straftatbestand. War vielleicht scheiße, keine Ahnung. Nachdem Martin Fuchs die ehemalige Angestellte entlassen hat, will der Polizeioberkommissar ermitteln, was es mit dem Alkohol auf sich hat. Dann möchte ich bitte, dass die Dame hier mein Laden. Was machst du? Nächste Betriebsfeier vorbereiten? Rufen Sie ihn mal lieber. Was ist das denn? Ja? Ich will also. Gar nicht wissen, warum ich hier eingeschlafen bin. Ist das, was ich nicht mitkriegen sollte?
Haben Sie denn irgendwas konsumiert heute? Also die Schwester ist jetzt doch noch mal gekommen. Langsam, nicht alle durcheinander, bitte. Die Schwester ist jetzt doch noch mal dazu gekommen, um sich hier einfach zu kümmern. Ist auch in Ordnung. Ja, klar, gar keine Frage, kann ich verstehen. Gut. So, Ihre Frage an Sie jetzt. Haben Sie irgendwas konsumiert, das Sie jetzt vorhin eingeschlafen? Was denn? Ja, den Saft von ihm. Welchen Mehr Saft? Nicht, keine Ahnung. Welchen Saft denn? Ja, ich mache hier ab und zu, mache ich mir mal halt einen frischen Fruchtsaft. Es ist ein Fruchtladen. Ach, ja, klar. Dann einen Drink also. Ja, darf ich mal an der Flasche riechen? Ja, aber ganz ehrlich. Von mir aus, an Fruchtsaft ist noch niemand eingeschlafen, ne? Es ist nicht so einfach. Ich würde sehr gerne... Kommen Sie her zu mir. Ich würde einmal kurz mit Ihnen... Ich rieche jetzt daran und ich habe das Gefühl, dass ich weiß, woran ich dann riechen werde, ja? Leck mich fett, aber das ist aber... Haben Sie aber eine Mischung gezaubert, Junge. Du hast was gemacht? Folgendes Problem. Ich liebe meine Frau, das ist keine Frage. Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie es momentan bei uns läuft. Sie zickt nur rum in einer Tour. Und dann dachte ich mir, abends habe ich für uns ab und zu mal einen Fruchtsaft gemacht und dann halt ein bisschen... Bisschen verfeinert, einfach damit sie mal wieder ein bisschen lockerer wird. So wie es früher war, als wir uns kennengelernt haben. Du weißt, dass ich nichts trinke. Du kannst mir doch nicht... Ich weiß es doch auch. Sowas habe ich nicht gewollt. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie Ihrer Frau abends mal richtig einen reinzimmern, damit die mal wieder gängig ist? Na, was läuft denn da falsch? Also das ist ein bisschen hart ausgedrückt. Aber ich trifft es doch. Aber prinzipiell, ich wollte sie ein bisschen lockern. Ich wollte vor allem nicht, dass sie tagsüber das konsumiert. Das Doofe ist jetzt einfach, dass Ihre Frau anscheinend eine Flasche mitgenommen hat und hat sich dann schön fröhlich auf jeden Fall meine Schuld. Nur ich habe nicht damit gerechnet, dass sie die Flaschen mit zur Arbeit nimmt. Wir haben die immer abends schön beim Essen getrunken. Wir nehmen die Flaschen mit, wir lösen hier die Situation jetzt auf, bevor hier gleich noch irgendwelche anderen Saftläden hier aufgehen. Wir machen das jetzt hier. Sie sind jetzt beschuldigt in dem Strafverfahren, das muss Ihnen auch klar sein. Ja, gut. Ne? Sie haben Ihre Frau ohne Wissen und Wollen hier abgefüllt, unter Umständen schon eine längere Zeit. Das kann gesundheitliche Folgen haben. Und gleichzeitig hat Ihre Frau damit in diesem Zustand natürlich auch noch Quatsch gemacht, hat da irgendwelche Friseurläden, Kundinnen verschandelt. Ja, damit müssen Sie jetzt klarkommen. Damit muss ich klarkommen. Weißt du, es ist überhaupt nichts mehr. Ich wäre fast betrunken Auto gefahren. Ja, du bist doch Wahnsinn. Norman, die ist die Tragweite nicht bewusst. Sie hätte verunglücken können. Sie hat unsere Stammkunden verschandelt. Dich möchte ich im Moment gar nicht mehr sehen. Ich würde sagen, Sie gehen einfach mit ihr aus. Lass uns da in Ruhe drüber sprechen. Kommt erstmal zu mir, Marina. So, die Frau Ziegenhagen ist jetzt weg. Sie passen ein bisschen auf Ihre Schwester auf. Ja, ich nehme sie mit zu mir. So, die Flaschen nehmen wir jetzt erstmal mit. Ich glaube, die Nummer ist jetzt hier durch. Die Ehefrau hat gegen ihren Mann Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet und die Scheidung eingereicht.